meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video von mir. In diesem Video begleitet ihr mich nämlich nach Keukenhof, der größte Blumenpark der Welt. Wir waren letztes Jahr schon mal hier, das heißt, das ist unser zweites Mal und es sind wirklich so, so wunderschöne Blumen und Blumenfelder. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich zeige euch das jetzt sofort und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Das hier ist der Eingang von Keukenhof. Ich glaube, die hinter mir denken, dass ich irgendwie eine Störung habe. Bella ist diesmal natürlich auch wieder dabei. Und zwar sind auch Hunde in Keukenhof erlaubt, was ich richtig, richtig gut finde. Dort gibt es auch Trinknäpfe extra für eure Hunde. Direkt am Eingang werdet ihr dann mit dieser wunderschönen Blütenpracht von Tulpen überhäuft. Es war wirklich sehr, sehr voll zu der Zeit. Also wir waren, glaube ich, Mitte April dort und es war richtig voll, wie ihr auch hier sehen könnt. Da waren wirklich Menschen aus aller Welt, also kunterbunt. Ich glaube, ganz viele sind auch von ganz, ganz weit angereist. Wir hatten das Glück, dass wir fast direkt daneben wohnten. Ich glaube, nur 2,5 Stunden davon entfernt und deswegen hat es sich für uns definitiv gelohnt, die Reise. Hier bin wieder ich, ein bisschen posen vor den Blumen. Bella war natürlich auch übertrieben aufgeregt, auch ihr zweites Mal jetzt. Beim ersten Mal war sie noch aufgeregter. Und ihr seht überall Blumen und es riecht auch übertrieben gut dort. Was ich persönlich euch empfehlen würde, reist nicht an einen super heißen Tag dort an. Also wir waren letztes Jahr im Mai dort und es war 30 Grad ohne Schatten und es war echt die Hölle. Im April ist es meistens viel, viel angenehmer. Ein kurzer Zwischenstopp für Bella, sie hatte nämlich Durst. Diesmal haben wir in Keukenhof auch Tiere entdeckt und zwar einmal Wellensittiche. Und auch Ziegen und Hühner, die ich letztens gar nicht entdeckt habe. Man konnte wirklich dort reingehen und die streicheln. Aber ich glaube, das Schaf hier hatte keine Lust auf mich. Ich logge ihn dann mit ein bisschen Gras rein. Oh mein Gott, ich habe noch nie ein Schaf berührt. Ich fühle mich voll weich an. Wir sind so Hühner, aber man darf nicht reingehen. Einmal diese Windmühle, wo man hochlaufen kann mit der Treppe. Ich war aber zu faul und ich war letztes Jahr schon dort oben, deswegen bin ich diesmal unten geblieben. Und wie ihr hier sehen könnt, war es auch übertrieben voll. Hier sind noch so ein paar Souvenirs von Keukenhof, Schuhe, Schlüsselanhänger und ganz viele Menschen. Postkarten. Das Gute, was ich an Keukenhof finde, ist, dass ich mich nie ausgeschlossen fühle oder komisch, weil alle am Bildermachen sind. Ich fühle mich da nicht immer so doof, wenn ich immer die Einzige bin, die vor einem Baum oder vor dem Blumen posiert. Bella! Ich habe Bella hier mal kurz von der Leine gelassen, weil es so wenig Menschen da waren und deswegen konnte sie sich ein bisschen austoben, was ihr mega, mega Spaß gemacht hat. Natürlich habe ich darauf geachtet, dass sie die Blumen nicht kaputt macht, selbstverständlich. Aha.
haben wir uns was zu essen bestellt. Und zwar habe ich mir einen Salat mit Shrimps bestellt und die anderen haben sich einen Salat mit Hähnchen bestellt. Danach ging es für uns in einem Blumensaal, in ein Blumengewächshaus. Das war mega, mega cool. Ich finde, die haben das wirklich kreativ umgesetzt, auch mit diesen Blumen und diesen Platten hier, die so hängen. Ich finde das wirklich mega, mega schön. Und dann noch diese ganzen Figuren mit den wunderschönen Kleinern. Ich glaube, ich hätte mir auch so eins geholt. Ich finde die mega. Dann haben meine Mama und ich noch so einen Wagen entdeckt, so ein Auto mit ganz vielen Blumen und haben uns dort reingesetzt. Man konnte sich dort reinsetzen und ein paar Bilder gemacht. Es war mega witzig. Und ja, Leute, das war's auch schon mit meiner Rundführung im Keukenhof. Ich habe noch einen Geheimtipp für euch. Und zwar in der Nähe vom Keukenhof, also wenn ihr Keukenhof verlasst, sind dann noch so ganz, ganz viele Blumenfelder. Und dort kann man wunderschöne Bilder machen. Das habe ich aber jetzt leider nicht gefilmt. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Abonniert mich gerne auf YouTube, folgt mir auf Instagram. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.